Geld verdienen, wenn die Märkte crashen, wenn die Aktienmärkte fallen, dann noch eine positive Rendite zu erzielen. Dafür gibt es sogenannte Short-ETFs. Diese Produktgattung möchte ich heute mit dir besprechen. Ich möchte dich darauf hinweisen, welchen wirklich großen Nachteil diese Fonds besitzen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast auf meinem Kanal Hell Investiert. Mein Name ist Sebastian Hell und wie bereits im Intro erwähnt, möchte ich heute mit dir über sogenannte Short-ETFs sprechen. Bevor ich jetzt auf die Short-ETFs eingehe, kurz zwei, drei Worte zu den normalen ETFs, falls du davon noch gar nie gehört hast. Ein ETF bzw. hinter dem Kürzel ETF verbirgt sich das Wort Exchange Traded Fund. Und das sind börsengehandelte Fonds, mit denen du ganz einfach und ganz kostengünstig in Aktien investieren kannst. Zum Beispiel kannst du in den DAX investieren, in amerikanische Märkte, du kannst in ganze Länder investieren, beispielsweise Vietnam, oder auch nur in Einzelbranchen wie Autobauer, wie Pharma, wie Chemie. Du kannst natürlich auch in verschiedenste andere Anlagestrategien mit künstlicher Intelligenz und was es nicht alles gibt, über ETFs investieren. Der Vorteil für dich ist, die sind super kostengünstig, die sind transparent und du kannst sie jeden Tag an- und verkaufen, du hast keine Bindung, du bist also super flexibel und du kannst natürlich Sparpläne abschließen. Wenn dich jetzt das Thema ETF mehr interessiert, wenn du da mehr einsteigen willst, blende ich dir jetzt mal mein E-Book ein und den Link. Und du kannst natürlich auch unten in der Beschreibung klicken, da ist der Link nochmal, da kannst du dir mein E-Book holen, wo ich ja aus meiner gesamten Erfahrung als Anleger mal meine Tipps niedergeschrieben habe, wie man die ETFs, ja, wie man ETFs richtig kauft, welche Fehler man machen kann, welche Fehler man vermeiden sollte und natürlich, wie man sie vermeidet. Also schau da einfach mal rein, da wirst du ja noch viel mehr rund um ETFs finden. Das war jetzt aber nur mal als kurzes Intro einfach gedacht, weil der Fokus liegt ja heute auf den sehr speziellen Produkten und zwar den Short-ETFs. Und Short-ETF, das Kürzel davor Short, bedeutet eigentlich nur, dass dieser ETF dann Geld verdient, wenn die Märkte fallen. Und das kommt daher, dass Short für kurz, also die kurze Seite des Marktes, ist die untere Seite und das ist so ja, Börsenjargon einfach dafür, dass ja, der Markt fällt. Das Gegenteil wäre Long, aber da wollen wir uns gar nicht jetzt zu lange aufhalten, denn dieser Short-ETF, wie gesagt, verdient dann Geld oder sagen wir es so, er soll Geld verdienen, wenn die Märkte fallen. Darauf komme ich aber dann noch gleich zu sprechen. Vorab stellst du dir vielleicht die Frage, naja, wie kann man bei fallenden Kursen Geld verdienen? Und ja, da kommt jetzt dieser ETF ins Spiel. Du musst dir vorstellen, dieser Short-ETF, der wird aufgelegt von den großen Fondsgesellschaften. Und in diesen Fonds ist es so, dass diese Short-ETFs sich Aktien leihen von anderen Anbietern, also die großen Anbieter, große Fondsgesellschaften, die verleihen oftmals einen Teil oder einen kleinen Teil der Aktien, weil sie für die verliehenen Aktien dann eine sogenannte Leihgebühr, den Aktienleitzins bekommen und können dann ein bisschen ja, extra Rendite erwirtschaften. Und die Short-ETFs leihen sich also diese Aktien, gehen dann an den Aktienmarkt, beispielsweise beim DAX leihen die sich die 30 DAX-Aktien, verkaufen die am Markt und hoffen einfach dann darauf, dass naja, dass die Aktien billiger werden, dass sie in Zukunft zurückkaufen können zu einem niedrigeren Preis und die Differenz ist dann der Gewinn. Also als kleines Beispiel, du leihst dir eine Aktie für 10 Euro, da zahlst du einen kleinen Leitzins dafür und verkaufst die Aktie direkt an der Börse. Und wenn die Aktie jetzt nach einer Woche bei 5 Euro steht, kaufst du sie zurück, gibst die Aktie zurück von dem an den, wo du sie geliehen hast und hast 5 Euro Gewinn gemacht, abzüglich natürlich der ja, der Zinsen, die du für die Leihe bezahlt hast. Also so viel zum Grundkonstrukt. Man nennt dies auch Leerverkauf. Ist jetzt nicht unbedingt etwas für die Privatanleger. Man kann es zwar machen bei bestimmten Banken oder Brokern, aber es ist eigentlich eher etwas für die Profis. Aber so viel nur mal für dich vorab zum Verständnis, dass du weißt, diese Short-ETFs, die verdienen Geld, indem sie Aktien leihen, am Markt verkaufen und dann darauf spekulieren oder auch hoffen, dass der Markt fällt. Diese Short-ETFs kannst du für, ja, für den DAX kaufen, für US-Märkte, für manche Branchen. Und der Hintergrund ist einfach, dass du damit aktiv dein Depot absichern kannst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ui,
Ja, nehmen wir doch ein aktuelles Beispiel. Wir haben die Brexit-Unsicherheit. Wir bekommen jetzt dann auch wieder eine neue Notenbankchefin, die Christine Lagarde. Vielleicht sagst du, ich sichere lieber mal mein Depot gegen fallende Kurse ab. Dann könntest du auf Short-ETF setzen und sagen, okay, wenn der Markt es einbricht, dann bin ich damit ganz gut abgesichert. Aber, und deswegen mag ich auch dieses Video jetzt, oder deswegen habe ich dieses Video gemacht, ich hatte es schon länger auf der Liste, ich möchte dich einfach davor warnen, vor einer falschen Erwartungshaltung an diese Short-ETFs. Und diese ETFs haben ein Problem, das nennt sich Pfadabhängigkeit. Und das resultiert daher, dass jeden Tag neu berechnet wird, wie sich der ETF im Vergleich zu seinem Index entwickelt hat. Und bevor ich jetzt noch länger hier ja mit Mathematik um mich werfe und statistischen Begriffen, blende ich dir jetzt mal eine Grafik ein, die es verdeutlichen soll. Und das siehst du jetzt einfach mal ganz einfach erklärt, 3 Tage. Und ich habe hier den DAX genommen bei 10.000 Punkten. Ich weiß natürlich, dass er aktuell nicht dort steht. Es geht einfach hier darum, dass es einfacher wird für dich, einfacher zu begreifen. Und darunter habe ich einen Short-ETF, der hat einen aktuellen Kurs von 100 € und der, ja, startet mit dem DAX an Tag 1. Und an Tag 1 schließt der DAX bei 10.000 Punkten und der ETF bei 100 €. Am zweiten Tag haben wir jetzt allerdings einen immensen Anstieg im DAX. Und der DAX steigt auf 15.000 Punkte, also auf 15.000 Punkte, beziehungsweise hat einen Gewinn von 50%. Der ETF, da er ja auf fallende Kurse setzt, halbiert sich im Wert. Denn wenn der DAX 50% Gewinn macht, dann halbiert sich der ETF, hat also 50% Verlust und steht bei 50 €. Jetzt am dritten Tag ist es allerdings so, dass der DAX einen massiven Crash hinnehmen muss und er halbiert sich. Von 15.000 Punkten fällt er auf 7.500 Punkte. Und der ETF, der natürlich jetzt profitiert von diesem massiven Kurseinbruch, der legt um 50% zu. Allerdings legt er um 50% zu, ausgehend von der vorherigen Basis von 50 €. Das heißt, er hat einen Endstand von 75 €. Wenn wir jetzt einfach die Tage, also Tag 1, 2, 3, die Gesamtperformance uns mal ansehen, dann siehst du, dass der DAX verloren hat, und zwar von 10.000 Punkten auf 7.500 Punkte. Und der ETF hat aber auch verloren, und zwar von 100 € anfangs Startwert auf 75 € Endwert. Beide haben also einen Verlust von 25% hingenommen, wobei eigentlich die Erwartungshaltung war von, ja, vielleicht dir als jemand, der sich absichern will gegen einen Crash. Hast du vielleicht erwartet, okay, wenn der DAX am Ende 25% im Minus ist, dann sollte mein Fonds doch 25% im Plus sein, um die Verluste abzufangen. Und so ist es eben aber nicht. Und das ist die sogenannte Pfadabhängigkeit, die Probleme verursacht bei diesem Short-ETF. Und es ist einfach, du kannst dich damit beschäftigen, einfach erklärt, jeden Tag wird einfach neu berechnet, wie sich der ETF entwickelt hätte oder entwickelt hat, verglichen mit dem Index, den er abbildet, allerdings ins Gegenteil. Und dadurch kommt diese Pfadabhängigkeit zustande, die bei, nennen wir es mal, bei extremen Bewegungen oder auch bei Seitwärtsbewegungen die Rendite vernichtet und hinterher sogar zu einem deutlichen Verlust führt. Und deswegen hast du auch in diesem Beispiel, das ich dir jetzt eingeblendet hatte, am Ende beim DAX ein Minus von 25%, aber auch bei deinem ETF ein Minus von 25%. Obwohl du erwartet hättest, dass dein ETF im Plus wäre. Und aus diesem Grund ist es so, dass diese Short-ETFs sich wirklich nur extrem kurzfristig eignen und auch nur dann, wenn der Markt wirklich schnell fällt. Also in dem Moment, wo du schon wieder Gegenbewegungen hast oder wo der Markt seitwärts läuft, sogenannte Zickzack-Bewegungen, da vernichtet der ETF bereits Geld. Und deswegen, ja, kann ich eigentlich diese Short-ETFs dir als Anleger überhaupt nicht empfehlen. Denn meine Meinung ist, wenn man langfristig orientiert ist, was ich jetzt bin, das heißt, ich lege hier Geld auf 20 oder auf 30 Jahre an, ich kaufe monatlich in meinen Sparplänen ETFs nach und ich sehe ehrlich gesagt gar keine Veranlassung, mich hier irgendwie abzusichern. Denn zum einen habe ich dir ja gezeigt, der ETF hat ein großes mathematisches Problem. Er funktioniert also nur, wenn er wirklich schnell Geld verdienen kann, das heißt, wenn die Märkte schnell abrupt einbrechen, ohne Gegenbewegung, und dann musst du auch gleich wieder den ETF verkaufen, sonst kannst du die Gewinne gar nicht mitnehmen, die werden dann wieder vernichtet.
Und bei einer langfristigen Anlage, das sage ich dir aber ganz ehrlich, da brauche ich diese ganzen Sachen mit Absicherung nicht, denn ich freue mich sogar, wenn der Markt fällt, weil dann kann ich einfach gute Aktien, gute ETFs nachkaufen und mit einem langen Horizont von 20, 30 Jahren, da gehe ich einfach davon aus, dass der Aktienmarkt langfristig steigt, auch wenn er zwischenzeitlich fällt, und so verdiene ich mein Geld, denn gerade bei einer Korrektur kann ich natürlich sehr, sehr viele ETFs nachkaufen, die später entsprechend im Wert deutlich ansteigen. Und deswegen kann ich dir von meiner Erfahrung heraus, von meiner Meinung heraus sagen, ich kann dir die Short-ETF-Produkte gar nicht empfehlen, die brauchst du als langfristiger Anleger überhaupt nicht, denn wie gesagt, wenn der Markt einbricht, kaufst du einfach viel mehr nach. Und auch ganz kurzfristig brauchst du die Produkte eigentlich nicht, denn nur wenn du jetzt wirklich ultra kurzfristig im Daytrading unterwegs bist, das heißt jeden Tag an- und verkaufst, dann könntest du über diese Short-ETFs nachdenken, wenn du auf bestimmte Branchen setzen willst. Aber schon wenn du über mehrere Tage dabei bleibst, wird diese Pfadabhängigkeit ja deine Rendite, deine Performance einfach hinterher vernichten und dann hast du nichts gekonnt. Und es gibt derivative Produkte, mit denen diese spekulieren auf fallende Kurse viel, viel besser funktioniert. Aber Short-ETFs, wie gesagt, ich sehe keinen Nutzen darin. Bin jetzt aber auch sehr gespannt, was du darüber denkst. Also lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ist deine Meinung zu Short-ETFs? Hast du welche? Hast du damit schon gehandelt? Oder siehst du es vielleicht wie ich, dass du sagst, die braucht kein Mensch und als langfristiger Anleger brauche ich die schon gar nicht? Gib mir da gerne Bescheid, sag mir, was du darüber denkst und ja, dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da und bleib investiert, hell investiert. Wir sehen uns im nächsten Video und dann zu einem super spannenden Thema und zwar beginnt jetzt dann die neue Amtszeit von Christine Lagarde als EZB-Chefin. Viele sagen ja, das könnte eine Zerstörung des Euro bedeuten, das wird eine noch weitere Ausweitung der Geldmenge bedeuten. Und ich möchte in dem Video einfach mal darauf eingehen, welche Optionen die EZB übrigens noch hat und wie meine Meinung ist gegenüber Christine Lagarde. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Geldanlage und bis dann.